Herzlich willkommen zum Rakdos Madness Deck Check. Ich möchte euch kurz erklären, wie das Deck sich zusammensetzt. Es handelt sich um ein schwarz-rotes Madness Deck, weil aus meiner Sicht diese Kartenkombination die stärksten Madness Karten hat. Blau habe ich jetzt nicht mit dabei. Wie setzt sich das Deck zusammen? Es ist fast ausschließlich mit Vampiren bestückt, mit vielen Kreaturen, die spezielle Fähigkeiten haben, um Madness zu aktivieren. Madness ist eine Fähigkeit, die man jederzeit spielen kann, insofern ich eine Karte abschmeiße. Ob nun Kreatur, Verzauberung, Enchantment, ich kann diese Karte dann auch in der Runde des Gegners spielen. Was immer sehr zu vielen Überraschungen führt oder auch Tricks. Das Deck hat eine Blitzaxt, sie ermöglicht uns, eine Kreatur zu zerstören und gleichzeitig auch noch eine Karte abzuschmeißen. Wir machen dann 5 Schaden auf die gegnerische Kreatur. Da wir durch Madness-Fähigkeiten sehr schnell dazu kommen, keine Handkarten mehr auf der Hand zu haben, ist die Besucherin der Anstalt hervorragend. Man kann sie für ihre Madness-Kosten wirken. Und gleichzeitig hat man die Möglichkeit im Abtrieb, wenn man keine Handkarten mehr hat oder auch der Gegner keine Handkarten mehr hat, eine vierte Karte zu ziehen. Zusätzlich sind natürlich 3-1. Eine der stärksten Kreaturen in diesem Deck, die auch dazu führt, dass man Madness anwenden kann, ist die Erbin von Falkenrad. Wirft man eine Karte ab, wird zu einer 3-2 fliegenden Kreatur. Häufig ist es der Fall, dass man sie schon in der dritten Runde transformieren kann und dann ohne weiteres mit 7 Schaden beim Gegner vorbeikommt. Die Kombination beinhaltet den interdeckliche Heilfunktion, denn sie könnten man ohne weiteres in der dritten Runde für ihre Madness-Kost, Wahnsinnskosten auf Deutsch, wirken. Und sie kann gleich angreifen, sodass wir schon in der dritten Runde häufig 7 Schaden machen können, wenn der Gegner keinen Blocker hat oder ein Removal. Aber wir fangen von vorne an. Die Erbin hatten wir gerade schon. Sehr gut ist auch der gierige Blutsucher. Er kann ohne weiteres eine Kreatur abschmeißen. Er wird dann vorne zu einer 3-Kreatur und hinten in der Toughness-Basis eine 1-Kreatur. Wenn man das kombiniert mit der Verzauberung Maskenspiel, davon haben wir 3 mit im Spiel, erhält der Erstschlag, tötet häufig sehr schnell Kreaturen. Oder wird auch meistens nicht geblockt und er erhält dann ein Nexus 1+1 Marke, so wie jeder andere Vampir auch. Den Zwillingsblitz haben wir dabei, um auch kleine Kreaturen am Anfang schnell zu töten oder noch die notwendigen Schaden zu verteilen, wenn notwendig ist, um die Gegner zu töten. Erwessens Richtspruch ist ebenfalls eine sehr gute Karte, die man nutzen kann für ihre Maintenance-Kosten. Ansonsten kann man die 2 Schaden, die man aufteilen kann, auf den Kreaturen und auch eine kleine Kreatur spielen und einen Schaden auf den Spieler. Liliana ist hervorragend, da sie uns die Möglichkeit gibt, wenn sie transformiert, und häufig ist das auch der Fall, weil die Madness-Kreaturen sehr schnell entsorgt werden, dann zu einem Planeswalker zu werden. Sie gibt uns die Möglichkeit, seine Karte abzuschmeißen. Das bringt uns in die gute Situation, Karten zu wirken für ihre Madness-Kosten, oder man hat die Möglichkeit, minus X zu bezahlen und eine Kreatur entsprechend der Casting-Kost von X wieder ins Spiel zu bringen. Ich bin gespannt, wie sie uns in dem Spiel dann auch unterstützt. Minus 8 ist eine Fähigkeit, die in unserem Falle sehr, sehr selten zum Tragen kommt, da wir häufig wieder Kreaturen aus dem Friedhof zurückholen. Ein weiterer Vampir ist der Blutwarm, die Blutwarm-Vampire, die 1. Man kann sie bereits für ihre Wahnsinnskosten von 2 Mannern wirken und erhält immer ein +1-Marken, wenn sie dem Gegner einen Schaden zufügt. Hervorragend auch in der Kombination, wie gesagt, mit diesem Enchantment, dann erhält sie nämlich +2/+1/+1 Marken. Oblivia ist ein fliegender Vampir, der uns die Möglichkeit gibt,
Kreaturen ins Spiel zu bringen. Oder die ins Spiel kommen, erhalten eine +1/+1 Marke. Werfen wir eine Karte ab. Auch in diesem Fall ist es wieder dazu gedacht, um die Madness-Kosten zu wirken. Bekommt sie +1/+1 und Haste. Und kann sofort angreifen und den Gegner richtig Schaden machen. Das ist der Blitz, der uns in diesem Deck begleitet. Häufig wirklich nur für eine Mana. Madness bedeutet in diesem Falle, dass wir auch Mana-Kosten sparen. 3 Schaden entweder auf eine Kreatur oder einen Spieler wird uns sehr, sehr hilfreich sein. Eine Sorcery, die 4 Schaden verursacht und nicht gecountert werden kann, wenn bereits im Friedhof 2 oder mehr Sorceries und Instants, Spontanzauber und Hexereien vorhanden sind, hilft uns sicherlich, den Gegner schnell auf die gewünschten blöden Lebenspunkte zu bringen. Diese Kreatur ist sehr tricky, verpflichtende Peinigerin. Sie ist für 4 Mana, erstmal 4-4, was schon mal nicht schlecht ist, aber man hat auch die Möglichkeit, eine Karte abzuwerfen. In diesem Fall haben wir da den großen Vorteil, für die gesagt, die Madness-Kosten nutzen zu können. Die Kreatur wird dann zu einer 0-1-Kreatur, die flugsicher ist und unzerstörbar. Das heißt, haben wir 5 Mana und eine entsprechende Karte auf der Hand, die wir abwerfen können, ist diese Kreatur fast nicht zu töten. Außerdem hat sie die große Möglichkeit, in der nächsten Runde dann anzugreifen. Kann nicht geblockt werden, dann bezahlen wir eine schwarze und 2 farblose Mana, transformieren sie dann automatisch zu einer 4-4-Kreatur, die dann 4 Schaden wirft. Insbesondere in Phasen, wo das Spiel schon längere Zeit fortgeschritten ist, ist er quasi ein unblockbarer, unzerstörbare Kreatur. Pia und Kiran hat eigentlich mit Madness nichts zu tun, bringt uns aber für 4 Mana 2 farblose Software ins Spiel, die uns einzeln, die wir auch opfern können, immer mal 2 Schaden auf eine Kreatur wieder zu schießen. Ist hervorragend, um einfach auf die letztendliche notwendigen Schadenspunkte noch zu verursachen. Dann haben wir noch ein Vampir. 3-5, nicht so stark wie der folgende Vampir, den unverbesserliche Halbwüchsige, denn der kann auch für 3 Mana gespielt werden, ist aber dann sofort einsetzbar und kann angreifen. Der 3-5er ist hervorragend, wenn wir den in einer gegnerischen Runde spielen, um ihn als Spontanblocker zu bringen. Wir haben dann noch einen Planeswalker auch nur am Start, noch zusätzlich neben Liana. Ob Nick Zillis, du ziehst eine Karte, du kannst eine Karte zerstören oder -8. Immer wenn eine Karte gezogen wird, verliert der Gegner 2 Lebenspunkte. Insbesondere sehr gut geeignet, um halt größere Kreaturen zu zerstören. Wie sieht unser Mana Base aus? Wir haben 6 Sümpfe, 7 Mountains, dann einige Doppelländer, die ungetappt ins Spiel kommen, wenn bereits 2 Standardländer ins Spiel sind. Dann haben wir die althergebrachten Doppelländer, die ungetappt ins Spiel kommen, wenn bereits ein Standardland im Spiel ist, entweder ein Mountain oder ein Swamp, Sumpf. Die Warning Wilds gibt uns die Möglichkeit, die entsprechende Farbe noch herauszusuchen, die uns fehlt, da wir doch einige Karten haben, die doppelte Mana-Kosten haben, 2 schwarze, 2 rote, 2 rote. Ist es ganz hilfreich, am Anfang gut zu selektieren. Und aufgrund dieser Problematik habe ich auch noch 2 Länder mit ins Spiel gebracht und einen Zweck eingebaut, die getappt ins Spiel kommen. Das ist nicht hervorragend, kann uns teilweise wirklich sicherlich sehr stören, aber gibt uns die Möglichkeit, entsprechend schwarz oder rot Banner zu bekommen. So, dann lasst uns einfach mal beginnen und starten, wie unsere ersten 5 Spieler aussehen werden. Also, viel Spaß euch! Herzlich willkommen zu meinem ersten Rakdos Agro Spiel. Und schauen wir uns mal die Handkarten an. Die sind nicht wirklich super gut, aber spielbar. Ich denke, ich behalte sie einfach mal und hoffe, dass ich jetzt in nächster Zeit nochmal ein paar Madness-Karten ziehe, um halt auch das Madness
Thema auch wirklich umzusetzen. Als erstes spielen wir erstmal Evolving Wilds und werden uns schwarze zweite schwarze Mana raussuchen. Das machen wir am besten am Ende der Runde des Gegners, um mir nicht gleich zu verraten, welche Farben wir spielen. Als erstes suchen wir uns erstmal eine schwarze Mana raus. So, und hoffen, dass wir jetzt was Vernünftiges ziehen. Schon mal sehr gut. Jetzt haben wir die Möglichkeit, falls er kleine Kreaturen spielen sollte, lassen wir uns überraschen, auch einen Zwillingsbit zu spielen, um die kleinen Kreaturen erstmal wegzubekommen. In der nächsten Runde dann Liana zu spielen. Okay. Sieht nach einem Life-Gainer-Deck aus. Bin gespannt, was uns noch erwarten wird. Liana ist ein Planeswalker, 2-3. Wenn eine Kreatur von uns stirbt, wird sie zu einem Planeswalker. Die uns die Möglichkeit gibt, eine Karte wegzuschmeißen und dann gleichzeitig einen Madness-Kosten zu benutzen und dem Gegner eine Karte zu klauen. Oder wir haben die Möglichkeit, für minus x eine Kreatur ins Spiel zu bringen. So, er spielt einen 1-4er Death-Toucher, der ein sehr guter Blocker ist und uns erstmal daran hindern wird, anzugreifen. Wir haben jetzt die Möglichkeit, entweder den 4-4er zu spielen oder auch den 1-5er zu zerstören und gleichzeitig mit der Madness Cost ein hitziges Temperament zu spielen, um 3 Schaden auf den Gegner oder auch an die Kreatur zu verteilen. Ich denke, wir spielen erstmal den 4-4er. Und warten ab, was er jetzt spielt. Nächste Runde haben wir nämlich die Möglichkeit, dann die Blitzaxt zu spielen, um den 1-4er zu töten. Und gleichzeitig dann das hitzige Temperament, um vielleicht noch eine Kreatur von ihm zu zerstören. Dann können wir nämlich ohne weiteres mit 6 Schaden erstmal angreifen. So, warten wir ab, was er spielt. Es könnte... Vielleicht fehlt ihm auch noch ein Land. Wäre nicht ganz so schlecht für uns. Nein, er hat ein Land. Ja, also nächste Runde sieht fast danach aus, als wenn wir die Blitzakt spielen, eine Karte abschmeißen und 5 Schaden auf eine Kreatur verteilen. Ja, er greift nicht an. Das ist perfekt. So haben wir die Möglichkeit, nächste Runde 2 Kreaturen zu töten. Spielen ein Land. So, haben verschiedene Möglichkeiten. Wir könnten ein 4-1er Vampir-Berserker spielen für seine Wahnsinnskosten. Dann können wir aber nicht den 2-1er töten. Das wäre aber nicht das Problem. Wir spielen die Blitzaxt. Zerstören eine Karte abwerfen. Wir schmeißen diese Karte weg, um ihn dann ins Spiel zu bringen. Und greifen dann mit beiden Kreaturen an. Und hoffen, dass der nächste Runde keinen Mass Removal hat und uns alle Kreaturen zerstört. Diese Kreatur hat die große schöne Fähigkeit, dass wir eine Karte wegschmeißen können, abschmeißen können. Sie transformiert dann und wird dann zu einer 1 unblockbaren flüssigen Kreatur. So, er entscheidet sich für den 3-2er, will nicht angreifen, was nicht schlimm ist. Okay, jetzt haben wir wieder verschiedene Möglichkeiten. Ich würde sagen, wir töten zunächst einmal
seine Kreatur. Jetzt hat er nur noch einen Blocker. Wir können ihn flugsicher machen. Werfen eine Karte ab. Bestätigen wir. Transformiert. Bestätigen. Wir können jetzt 3 Schaden auf eine Kreatur verteilen. Das machen wir auch. Wir werden mit ihm nicht angreifen, sondern nur mit den beiden Kreaturen. Warten nächste Runde ab. Wir verteilen 6 Schaden. Bedeutet, er ist nur noch bei 7. Unser Vampir bekommt einen Counter und ist jetzt 5-2. Nächste Runde können wir ohne weiteres, wenn wir mit ihm angreifen, wenn er nur eine Kreatur zum Blocken haben spielt, insgesamt 6 Schaden verteilen. Oder vielleicht auch mehr und ihn töten. Hängt davon ab, was er spielt. Er hat die Möglichkeit, die Länder zu aktivieren, auch wenn es nur 1 ist, um auch Leben zu bekommen. Denn diese Kreatur wird zwar 2-3 weißen und schwarzen Elementarwesen, die Lebensverknüpfung hat. Er zeigt uns eine Karte, die er hat. Einen Sorcery. Oder ein Instant, besser gesagt. Die eine Kreatur plus 3 minus 3 gibt. Das heißt, er kann ihn töten. Ihn kann er nicht blocken. Greifen wir mit allen an. Ich denke, wir spielen diese Kreatur. Und uns entscheiden, uns mit allen Kreaturen anzugreifen. Sollte die Möglichkeit. Ein Land zu aktivieren, eine Kreatur zu blocken, wahrscheinlich in 5-2er. Ich denke, das ist verkehrt rumgespielt. So kriegt er vier Schaden, wenn Liana transformiert. Wir haben jetzt nun die Möglichkeit zu entscheiden, was wir mit Liana anstellen. Wir werden Liana aktivieren und ihm eine Karte wegschmeißen lassen. Mit der Transformation haben wir einen 2-2-Zombie bekommen, der den großen Vorteil hat, dass wir auch Liana dadurch beschützen können und blocken. Wir können eine Kreatur, wenn er angreifen sollte. Ansonsten haben wir die Möglichkeit, nächste Runde, wenn er nicht spielen sollte oder unsere Kreatur nicht tötet, mit dem 0-1er anzugreifen. Okay. Er bekommt 5 Leben und ein 3-3er. Okay, wir haben also die Möglichkeit, jetzt zunächst einmal anzugreifen mit dem 0-1-4 Schaden zu machen. Das machen wir auch, wenn wir mit die beiden kann ja blocken und auch töten. Das macht also wenig Sinn. Wir haben die Möglichkeit, eine Kreatur aus dem Friedhof zurückzuholen, die uns einen Vorteil bringt. Nein. Also greifen wir zunächst erst einmal an. Verursachen jetzt 4 Schaden, so dass er noch bei 4 Leben ist. Ich denke, wir sollten uns doch den Vampir zurückholen, den 4-1er. So haben wir in der nächsten Runde 4 Kreaturen. Er kann 1, 2, 3 zunächst blocken. Eine würde durchkommen. Oder wir lassen ihn jetzt erstmal eine Karte abschmeißen. Wir transformieren ihn wieder zurück.
schmeißen die Karte ab. Denn wir würden die Karte sowieso verlieren, weil wir jetzt Liana nutzen, um eben eine Karte abschmeißen zu lassen. So haben wir die Möglichkeit, nächste Runde mit dem 0-1er anzugreifen, ohne dass er ihn blocken kann, und wir würden ihm genau 4 Schaden machen. So, er schmeißt ein Eldrazi 5-5 Trampler Haster ab. Wenn er Target wird, bin ich dazu verpflichtet, eine Kreatur oder ein Enchantment oder überhaupt eine Karte abzuschmeißen. So, jetzt können wir noch hoffen, dass er keinen Removal gezogen hat. Oder einen Sweeper, um alle Kreaturen zu beseitigen. Ich bin gespannt. Er muss irgendetwas spielen, um Leben zu bekommen. Er kann also quasi auch 1, 2, 3 aktivieren, um anzugreifen. Dann hätte er 6 Leben. Wir könnten ihn nächste Runde nicht ohne weiteres töten, falls er nichts Vernünftiges gezogen haben sollte. Okay, er entscheidet nichts zu tun. Okay, wir haben jetzt die Möglichkeit, mit ihm anzugreifen und zu sehen, ob er etwas hat. Wir greifen mal an, falls er etwas haben sollte. Einen Instant Removal können wir ihn wieder transformieren, flugsicher machen und dann nochmal eine Runde abwarten, indem wir Pia und Kia abschmeißen. Wir greifen an. So, wir zahlen die Kosten für die Transformation. Er wird zu einem 4-4er. Ich bin gespannt, was er hat, ob er was hat. Ansonsten hätten wir dieses Spiel gewonnen. Falls er ein Instant haben sollte, können wir ohne weiteres ihn zu einer 0-1-Kreatur wieder transformieren und ihn vor dem Remover schützen und dann nächste Runde erneut angreifen. Oh. So, er spielt etwas. Ein Instant, der bedarft. Schicke eine bleibende Karte deiner Wahl ins Exile. Er verliert 3 Leben. Wir möchten ihn nicht verlieren. Und schmeißen dafür Pia und Kira ab. Wir könnten sie rein theoretisch aufheben, um nächste Runde eventuell mit den Zoptern anzugreifen oder ein Zopter zu opfern, wenn wir noch ein Land gezogen hätten. Okay. Zerstört die nächste Kreatur. Und wir entscheiden uns, eine Kreatur wieder ins Spiel zurückzubringen. Und das sollte am besten dieser Vampir hier sein. Ja, eine Kreatur abzuschmeißen bringt aktuell wenig Sinn. Oder eine Karte abzuschmeißen. So. Bin gespannt, was er jetzt wieder spielt. Aufgrund der Tatsache, dass er jetzt noch 6 Länder hat, kann er wieder rum. Okay, er hat 7 Länder. Er könnte rein theoretisch jetzt ein Land aktivieren. Das macht er auch und greift dann an, um 2 Leben zu bekommen. So, wir haben die Möglichkeit, ihn zu blocken, was wir auch tun werden.
auf Bestätigen, damit er ein Land weniger hat und noch kein Leben bekommt. Und wir noch zwei Loyalitätspunkte mehr auf Indianer behalten. Okay. Wir greifen erstmal wieder an. So. Er kriegt wieder 4 Schäden zugeteilt. Bedeutet erst bei 2 Leben. Wenn er nächste Runde wieder mit dem Land angreift, ist er bei 4. Wir können dann ohne weiteres zurück angreifen. Und er wäre dann tot, falls er dies Vernünftiges ziehen sollte. Das Land behalten wir auf der Hand, um unsere Kreatur vor einem Instant zu schützen. Falls er etwas in diesem Sinne ziehen sollte, wir nutzen Liana und holen uns wieder diese Kreatur zurück, den Vampir, hier einfach. Das Land belassen wir auf der Hand, um seine, wie gesagt, seine Fähigkeit zu nutzen und ihn mal 0-1er zu transformieren. Und nächste Runde für die notwendigen Scheinen anzugreifen. So. Schauen, ob der Kollege hier was gezogen hat, was ihn weiterbringt. Der 4-1er bekommt eine +1/+1 Marke, wenn er dem Gegner einen Schaden macht. Leider haben wir jetzt nicht wirklich viele Karten gezogen, die uns geholfen haben, unsere Madness-Fähigkeiten zu nutzen. Dadurch ist der erheblich langsamer als wie ich es gewohnt bin. Nichtsdestotrotz haben wir auch die Möglichkeit, mit diesem Deck im Midgame zu bestehen. Er macht nichts. Probiert es, aber wie gesagt, wir haben extra dieses Land aufgehoben, um in eine 0-1 Kreatur zu transformieren, die sicher ist. Nächste Runde haben wir jetzt die Möglichkeit anzugreifen, ihn für Schaden zu machen oder ihn direkt mit 2 Schaden zu töten. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns gleich beim nächsten Spiel. Hallo und willkommen zum Rakdos Aggro Deck. Ich bin gespannt, ob wir diesmal mehr Karten ziehen, die uns die Madness-Fähigkeiten hier ermöglichen, aber mit einem Land kommen wir nicht sehr weit. Das heißt, wir ziehen die neue Karten und auch diese Karten sind nicht wirklich hervorragend, außer wir hätten ein zweites Land, also probieren wir es noch einmal. So, dann schauen wir uns das mal an und hoffen, dass wir doch noch ein paar Zweierdrops ziehen, die uns die Möglichkeit geben, die Madness-Fähigkeit zu nutzen oder vielleicht ein drittes Land, um den 4-1er Vampir zu spielen. Wir spielen gegen ein grün-weißes Deck. Es könnte ein mögliches Token-Deck sein, könnte aber auch ein Planeswalker Deck sein, je nachdem, wenn jetzt mehrere Farben dazukommen sollten. Lassen wir uns überraschen. Okay, er spielt vierfarbig. Es sieht fast danach aus, dass es ein Planeswalker Deck sein könnte. Wir spielen zunächst einmal den 4-1er Vampir, der, falls er dem Gegner Schaden zufügen sollte, eine +1/+1 Marke erhält. Okay, grün, weiß, blau, rot.
Das ist ein sehr guter Draw. So haben wir die Möglichkeit, nächste Runde für die Madness-Kosten die Zwilling von Maurer zu spielen. Jetzt greifen wir erstmal an. Spannend, ob er einen Remover hat. Zwillingsblitz, ein Fock, okay. Lange nicht mehr gesehen. Wir spielen jetzt die Erbin vom Falkenrad zunächst einmal und warten ab. Es könnte sein, dass er vielleicht eine zweite weiße Mana hat, um später den Mars Removal zu spielen, alle Kreaturen zu zerstören. Für 5 Mana. Evolving Wilds. Okay. Ich tippe mal, er sucht sich eine Ebene raus. Das wäre ein Zeichen dafür, dass er ein Planar's Outcast hat, um unsere Kreaturen zu zerstören. Da er jetzt selber nichts ausspielt, würde ich einfach vorschlagen, wir wären nächste Runde für 6 Schaden angreifen. Wir haben auch die Möglichkeit, 7 Schäden anzugreifen, ihn transformieren zu lassen, aber ich glaube, er wird gleich ein Mass Removal spielen. Und man muss ihm nicht noch eine zusätzliche Kreatur schenken. Wir warten jetzt einfach ab, was passiert. Okay. Der 4-1 triggert. Er sucht sich noch ein zusätzliches Land raus. Ich gehe jetzt mal fest davon aus, dass er gleich unsere Kreaturen alle tötet. Jetzt hat er auch die schwarze Mana. Das heißt, er spielt fünffarbig. Was könnte uns erwarten? Er könnte quasi alle Kreaturen töten. Jetzt hat er die Möglichkeit, auf Chandra zu spielen. Für 6 Mana. Und dann alle unsere Kreaturen zu töten, indem er ihre zweite Ability anwendet. Oder er spielt Jace. Ne, Jace kann er nicht spielen. Ja, doch, Jace könnte er auch spielen, um es an Kreaturen auf die Hand zurückzugeben. Er entscheidet sich. Für tragische Arroganz. Das bedeutet, jeder Spieler behält eine Kreatur, ein Enchantment, ein Planeswalker. Sowas war also nicht verkehrt. Ihn erst jetzt zu transformieren. So haben wir die Möglichkeit, auch mit dem 5-3 in nächste Runde anzugreifen. Und wir haben ihn nicht verloren. Und unser Erbin wird nun zu einem 3-2 Flieger. Okay. Dann greifen wir erstmal zunächst an. Bin gespannt, ob er blockt. Okay, er blockt. Das heißt, wenn er die Sorcery spielt, wird er wahrscheinlich kein Mass Removal auf der Hand haben. Wir probieren unser Glück und spielen den zweiten 3-5er, um so viel Druck wie möglich zu erzeugen. Wir können nur hoffen, dass er jetzt. Okay. Er holt sich einen extra Turn. Hat also nichts Vernünftiges auf der Hand, was sehr erfreulich ist. Schauen, was er gezogen hat, ob es ihm weiterhilft. Ein Land, 3, 6, 8 Länder hat er jetzt. Jetzt spielt er den Jace. Er wird uns sicherlich eine Kreatur auf die Hand zurückgeben.
Nein, er entscheidet sich, eine Karte zu ziehen. Okay. Das heißt, was könnte er auf der Hand haben? Wir könnten jetzt Jace angreifen und Jace auf jeden Fall töten. Oder wir greifen ihn direkt an, würden 9 Schaden verteilen, wenn er nicht irgendein Instant-Move auf der Hand hat. Und könnten ihn dann mit dem Zwillingsblitz töten. Ich würde vorschlagen, wir greifen ihn direkt an. Sein Mann kann er nicht aktivieren, der nicht die ausreichende Mana hat. Und lassen uns überraschen, was er macht. Okay, 9 Schäden bekommt er. Das heißt, wir versuchen jetzt die letzten 2 Schäden noch zu verteilen. Und es hat ausgereicht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns gleich beim nächsten Spiel. So, ich hoffe, ihr hattet bis jetzt richtig viel Spaß beim Zuschauen und wir schauen uns jetzt einfach mal die nächsten Landkarten an. Und schon wieder eine Startkarte, die nicht wirklich toll ist. Ohne Land macht es schon gar keinen Spaß. Das heißt, wir kriegen neue Karten. Mit 2 Ländern können wir ganz gut leben. Wir haben die Möglichkeit, um 1-3er zu spielen und dann die nächste Runde einen Blutvampirin, falls wir nicht einen Mann dazu ziehen sollten, oder wir haben die Möglichkeit, wenn wir jetzt 40 Mann bekommen, auf den 4-3er zu spielen, falls er nicht einen unserer Kreaturen vorher tötet. Der Gegner hat auf 6 Karten Maligant. Er spielt Rot-Blau. Es könnte eine Art Sopta-Deck sein, es könnte jedoch auch ein Prowess-Deck sein, wo er viele Instants und Removal spielt. Wir sollten am Anfang, haben wir die Möglichkeit, die Erben oder die Blutsucher zu spielen. Ich bevorziehe hier die Erben, falls er es zulassen sollte, sage ich mal so. Schauen wir mal, ob er einen Counter hat, der ihm ermöglicht, die Bluterben aufzuhalten. Nein, er countert die Bluterbe nicht. Und wir hoffen mal, dass sie jetzt die Runde des Gegners überlebt. Dann besteht die Möglichkeit, nämlich einen 4-1 Vampir zu spielen. Falls wir ein weiteres Land, das nicht getappt ins Spiel kommt, ziehen sollten, könnten wir auch den unverbesserlichen Habwüchsigen spielen. Ja, die englische Übersetzung ins Deutsche ist halt, die deutsche Übersetzung aus dem Englischen ist nicht immer ganz schick. Okay. Das haben wir lange philosophiert und er entscheidet sich doch, die zu töten. Das bedeutet, nächste Runde spielen wir dann den jährigen Blutsucher. Oder wir probieren unser Glück noch einmal mit der Erbin und das werden wir nochmal probieren. Aus meiner Sicht ist die Erbin viel stärker als der jährige Blutsucher, denn sie hat Fliegen, ist 3-2 und es fällt immer relativ schwer, Kreaturen mit Flugfähigkeit zu blocken. So viele gute Kreaturen bei Magic Duels gibt es aktuell nicht, die Fliegen haben. So, der Gegner hat 4 Mana offen. Das bedeutet, sicherlich hat er einen Counter. Wir können es gerne einmal probieren, indem wir die Erben transformieren und uns entscheiden, den 4-3er zu discarden und dann für 3 Mana ins Spiel zu bringen. Okay, er wurde nicht countered.
Dann greifen wir mit allen Kreaturen an. Ich bin gespannt, ob sie einfach durchkommen. Ansonsten machen wir schöne 7 Schäden und das ist hervorragend. Okay. Ich bin gespannt, was der Gegner jetzt zieht. Ausspielt. Spielt ein Land, was ihm ermöglicht, wenn er 5 Mana tappt, 2 Schaden auf den Spieler auf eine Kreatur zu tätigen. Okay, diese Kreatur enttappt jetzt nicht mehr. Wir haben jetzt verschiedene Möglichkeiten. Wir haben die Situation, der Gegner hat noch 13 Leben. Wir können nur mit einer Kreatur angreifen. Wir bringen ihn dann auf 10. Wir könnten jetzt Liliana spielen. Wir könnten auch den Blutwurm Vampirin spielen oder wir spielen den Blutsucher und aktivieren ihn nächste Runde, um den 4-3er direkt ins Spiel zu bringen, was mehr Schaden verursacht, als würden wir jetzt den 4-1 Vampir spielen. Eigentlich greift man erst an, bevor man ausspielt, also merkt man nicht. Erst angreifen, dann ausspielen. Dann weiß der Gegner nicht unbedingt, was man noch so auf der Hand hat. Er entscheidet sich jetzt nur 2 Schaden zu verteilen. Das ist hervorragend. So haben wir jetzt die Möglichkeit, diese Runde eine Karte abzuschmeißen. Das machen wir auch. Das mit dem 4-3er. Der 4-3er kommt für 3 Mana direkt ins Spiel. Unser 1-3er transformiert zu einem 3-1er, sodass wir die schöne Situation haben, dass der Gegner jetzt genau 7 Schaden bekommt. Das bedeutet, nächste Runde haben wir die Möglichkeit, ihn zu töten, auch wenn er alle Kreaturen beseitigen sollte. Ein Zwillingsblitz, 2 Schaden auf ihn. Und auch mit Odessens Richterspruch haben wir die Möglichkeit, 2 Schaden zu verteilen. Oder, wenn wir seine Wahnsinnskosten nutzen, Rot und X. Der Gegner sollte jetzt eigentlich tot sein. In der nächsten Runde. Egal, was er jetzt spielt. Hier sieht man wirklich, wie schnell und wie gut ein Madness-Deck funktioniert, wenn man die Möglichkeit hat, auch schnell am Anfang die Madness-Kosten und die Fähigkeiten zu nutzen. Sowohl die Erben als auch der gierige Blutsucher sind Schlüsselkarten für die Madness-Karten. Liliana ist ein schönes Beiwerk, schmückendes Beiwerk. Hat die Möglichkeit zu transformieren, falls eine Kreatur sterben sollte. Hat dann die Möglichkeit, jeder Spieler wirft eine Karte ab, was uns dazu wieder in die Lage versetzt, Madness-Karten zu spielen, ohne selbst eine Karte zu verlieren. Oder wir haben die Möglichkeit, für minus x eine Kreatur unserer Wahl mit entsprechenden Casting-Kosten auszuspielen vom Friedhofen. Oxido verlässt das Spiel, wir spielen weiter. Ich denke, das liegt auch in eurem Interesse, um einfach zu sehen, wie das Spiel ausgeht. Er entscheidet sich jetzt nun 4 Schaden zu verteilen. Okay, kann er gerne machen. So, wir ziehen ein Land. Wie gesagt, wir greifen erstmal vorher an. Können dann im Angriff uns entscheiden, eine Karte abzuschmeißen. Diese Karte hier. Das heißt, er hat jetzt nun 2 Möglichkeiten. Entweder countert er unseren Zauberspruch oder er tötet die 3-1-Kreatur. Nichts von beiden ist passiert. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wieder ein Sieg für unser Madness-Deck.
Herzlich willkommen zum nächsten Spiel von Rakdos Agro. Und auch wie die vorherigen Spiele sind die Starterhandkarten nicht wirklich überzeugend. Viel zu langsam, wir ziehen einfach neue Handkarten. Und mit einer meiner kommen wir auch nicht besonders weit. Und noch einmal Handkarten. Gut. Ich möchte nicht gerne auf 5 Handkarten runtermaligen. Und daher bleiben wir jetzt einfach bei den 6 Handkarten, auch wenn das eine sehr, sehr langsame Starthand ist. So, wir spielen als erstes Evolving Balls. Um ein bisschen die Bibliothek auszudünnen, wir haben von insgesamt 7 Karten, haben wir 5 Landkarten, was nicht wirklich begeisternd ist. Das Schöne ist, dass der Gegner bisher auch noch nichts gespielt hat, obwohl er rot-grün spielt. Und da ist das nächste Land. Von insgesamt 8 Landkarten oder 8 Karten haben wir 6 Landkarten. Und wir haben kein Removal, um Liana wegzumachen. Ich bin gespannt, was wir jetzt als nächstes ziehen. Schade, diese Karte hätte eine Runde früher kommen können, dann hätten wir nämlich ohne weiteres den unverbesserlichen Halbwechsel gespielt. Wir hätten wieder für 7 Schäden angreifen können, aber nun gut, Magic ist wie es ist, man kann es sich nicht mehr aussuchen. Bin gespannt, ob er angreift, er greift mit Liana nicht an. Das bedeutet, wir probieren unser Glück. Spielen einen Sumpf. Werfen eine Handkarte ab. Bringen dadurch den Halbwüchsen direkt ins Spiel. Der sofort angreifen kann. Er entscheidet sich, die Erbin zu töten. Aber wir haben die Möglichkeit, mit dem 4-3er direkt anzugreifen. So, dann schauen wir mal, was passiert. Er kommt durch. Nicht anders zu vermuten. Wäre auch zu schade, wenn er Nissa dafür opfern würde. Denn diese Kreatur transformiert, wenn er eine entsprechende Anzahl von Ländern draußen hat, zu einem Planeswalker. Er benötigt dafür 7 Landkarten und zerstört unseren 4-3er und wird wahrscheinlich mit Nissa jetzt auch erstmal angreifen. So, in der nächsten Runde werden wir Pia und Kieran spielen. Sehr gut, wir ziehen sogar noch einen zweiten. Hat nämlich den Grund, falls er überleben sollte, haben wir die Möglichkeit, einen der Sopter zu opfern und 2 Schaden auf die Nissa zu verteilen. So ist er nicht die Möglichkeit hat, später einen Planeswalker zu bekommen. Ja. Das ist gar nicht so schlecht, da wir einen zweiten Pia und Kieran auf der Hand haben. Stört es uns nicht, wenn wir beide Kreaturen miteinander traden. Wir haben 2 Sop da draußen. Bin gespannt, was er jetzt spielt. Er spielt einen 4-4er, der ihm ermöglicht,
eine zusätzliche Eventkarte jede Runde mit ins Spiel zu bringen, wenn er sie auf der Hand hat, oder er kann ein Land auf die Hand seines Besitzers zücken und eine Kreatur von ihm verursacht Trample Schaden. So. Wir spielen zunächst erstmal ein Land. Wir könnten Liliana spielen, die uns nicht so viel bringt. Pia und Kiran gibt uns wieder zwei weitere Token und die Möglichkeit, Kreaturen zu opfern, um einfach mehr Druck aufzubauen. Und das hitzige Temperament heben wir uns auf, um eventuell eine störende Kreatur oder direkt Schaden auf den Spieler zu verursachen. Wie gesagt, erst einmal angreifen, um zu sehen, was der Gegner macht. Kann er nichts machen, weil er durchgetappt ist. Spielen wir als nächstes Pia und Kiran. Dann haben wir die Möglichkeit, nächste Runde, falls die Kreatur überleben sollte, Liliana zu spielen und ein Sopter-Token zu opfern. Okay, der Gegner hat ein Mana-Problem, scheint so. Wir lassen die vier Schaden durch. Die stören uns jetzt nicht wirklich. Wir verursachen im Vergleich dazu 6 Schäden. Das ist nicht verkehrt. Er macht 2 zusätzliche Schäden. Sich selbst zieht 2 Karten. Bringt 2 Länder ins Spiel. So. Dein Sumpf. Okay. Mal kurz gucken. Wir greifen mit allen an. Das wären dann insgesamt 6 Schäden. Er hat dann noch 6 Leben. Wir könnten nochmal 2 Sopter opfern. Dann hätte er insgesamt 2 Leben. Wäre noch nicht tot. Aber die nächste Runde dann. Können auch mit 5 Kreaturen, mit 4 Kreaturen angreifen und würden dann 2, 4, 5 Schaden machen, das 7. Ich glaube, wir greifen erstmal mit 1 Schaden, 2, 4, 5. Dann wäre er nächste Runde bei 7. Um eine Kreatur zum Blocken für den 4-4er. Die können wir dann opfern, dann wäre er bei 5. Dann opfern wir in der Runde noch einen, wäre dann bei 3 und könnten dann nächste Runde ohne weiteres 3 Schaden machen und er wäre dann tot. Dann probieren wir das einfach mal so. Es ist unerheblich, ob wir einen Schaden mehr machen oder weniger. Denn ob er nun bei 2 oder 3 Leben ist, ist völlig unerheblich, da diese Karte hier 3 Schaden verursacht. Und so haben wir die Möglichkeit, eventuell ihn zu blocken, falls er ihn nicht mit Champion versieht. Vielleicht hat er auch ein Mass Removal und hat die Möglichkeit, Language zu spielen. Nein, er entscheidet sich für die Liebe. So, er nutzt Chandra, um 2 Schaden auf jede Kreatur zu verteilen. Wir nutzen das, um eine Kreatur zu opfern, um 2 Schaden zu machen, um noch eine Kreatur zu opfern, um nochmal 2 Schaden zu verursachen. So, dass er jetzt bei 3 Lebenspunkten ist und sicherlich nochmal 4 Schaden macht. Wir sind bei 10 und nächste Runde ist er tot und wir verteilen dementsprechend 3 Schäden und haben das Spiel gewonnen. Viel Spaß, hat es mir gemacht, war schön. Ich hoffe, es hat auch Spaß gemacht, zuzuschauen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Spiel. Bis dahin. So, auf ein neues. Ich bin gespannt, ob diesmal die Starthand eine bessere ist.
Ja. Erheblich besser. Im ersten Zug können wir uns eine Mountain raussuchen. Und dann im zweiten Zug die ihren Blutsucher zu spielen. Die Kartenhand behalten wir. Wie gesagt, Evolving Wilds wird erst am Ende des Gegners genutzt, um dem Gegner nicht gleich zu zeigen, gegen welche Farbe er spielt. Okay, er spielt scheinbar blau-rot. Das könnte wieder ein Sopter-Deck sein oder ein schnelles Pros-Deck. Wir werden sehen. Oder es ist ein mehrfarbiges Deck, basierend auf diversen Planeswalkern. So, wir spielen erstmal unsere 1-3-Kreatur, die Möglichkeit hat, Madness zu aktivieren und dann in der nächsten Runde den Blutwarm-Vampiren zu spielen. Und die darauffolgende Runde könnten wir dann die Verzauberung spielen, wo alle unsere Kreaturen First Strike bekommen. Und wenn sie einen Schaden am Gegner machen, ein +1/+1 Counter. So, es sieht fast danach aus, als wenn wir jetzt wirklich gegen ein Prowess Deck antreten. Wir haben die Möglichkeit anzugreifen, das macht nicht wirklich Sinn. Deswegen lassen wir es sein und warten erstmal ab. So. Okay. Die Karte besagt, eine Kreatur kann diesen nicht blocken und er zieht eine Karte. Diese Kreatur hat ebenfalls Eile sofort, kriegt auch ein +1/+1. Kein Counter, aber Steigerung, so dass er jetzt mittlerweile 2-4 ist, 3-3, das ist nicht wirklich wenig. Ich krieg jetzt 5 Schäden. Ja. So, da muss uns jetzt schnell was anderes einfallen. Wir cracken das Land, suchen uns einen Sumpf. Spielen am Ende seiner Runde Madness-Kosten, indem wir ihn discarden, bestätigen. Das wird jetzt ein Spiel, wo es darum geht, wer von uns beiden schneller ist. So. Leider kann ich die Karte jetzt noch nicht spielen. Wir haben die Möglichkeit, entweder Liana zu spielen, was ich wahrscheinlich erst nächste Runde machen möchte. Ich will erstmal meine Kreaturen hochstärken. Insofern, dass wir eine Karte wegwerfen, die wir dann dank ihrer Madness-Kosten direkt ins Spiel bringen können für 3 Mana. Die besagt, alle angreifenden Kreaturen, die ich habe, haben Erschlag. Und immer wenn ein Vampir einem Gegner einen Schaden zufügt, kriegt sie +1/+1. Das bedeutet, all meine beiden Kreaturen, da es sich jeweils um Vampire handelt, werden zukünftig um 1 stärker. Und greifen jetzt zunächst erstmal für 7 an. So. Ich denke nicht, dass ich nächste Runde schon tot bin. Aber müssen wir mal sehen, was der Gegner spielt. So. Er bekommt auch 2 Counter, weil er selbst auch die Fähigkeit hat, wenn er Schaden zufügt, bekommt er einen +1/+1 Counter. Ist dementsprechend jetzt schon mal 6-3 und sicher vor einem Twinbolt. Ein Fiery Impulse kann er auch noch nicht spielen, weil er noch nicht 2 Instants oder Sources im Friedhof hat. So, der greift jetzt aktuell mit
3 Schäden an. Das bedeutet, wir sind bei 12. Außer er spielt noch irgendein Instant. Den 1-3er hat er zum Blocken zurückgelassen. So, 4 Mana. Wir haben diverse Möglichkeiten. Wir könnten mit beiden angreifen. Dann würden wir, wenn er nicht blockt, 10 Schaden machen und könnten ihn dann mit einem Direktschaden von 4 töten. Wahrscheinlich würde er einen von beiden blocken. Wir haben die Möglichkeit, eine Liana auszuspielen oder ein 4-4er. Ich bin erstmal dafür, dass wir angreifen, um zu sehen, was der Gegner macht. Oder auch nicht. Das heißt, wir greifen nur mit einem an. So, um die Kreatur von Gegnern zu zerstören, schmeißen wir eine Karte ab. Das ist er hier. So, dass unser 4-2 ist. First 2 Karten, die der gegnerische Kreatur tötet. Und spielen als nächstes den 4-4er. Wir haben jetzt die Möglichkeit, entweder den 2-2er zu blocken. Dann müsste er ihn weiter hochpumpen. Wir können auch als eine Runde warten und spielen dann erstmal Liliana und haben eine Mana übrig, um eine Karte zu discarden, um ihn dann wieder in eine 0-1-Kreatur zu verwandeln, falls er ihn zu stark hochpumpt. Wir müssen sehen, was er jetzt erstmal spielt. Er schaut sich die obersten 3 Karten an. Gibt seiner Kreatur plus 1 plus 1 und First Strike. Das heißt, wir blocken erstmal nicht. Überspringen den Block. Macht jetzt 5 Schäden. So. Welche Möglichkeiten haben wir jetzt? Wir haben die Möglichkeit, anzugreifen, eine Karte abzuschmeißen, dann wird er zu einer 4-2-Kreatur. Wir würden dann insgesamt 8 Schaden machen und könnten dann mit dem Instant seine Kreatur töten. Was ich gar nicht schlecht finde, das sollten wir auch machen. Weil die Gefahr ist einfach groß, dass er in der nächsten Runde wieder einige Instants auf der Hand hat, um diese Kreatur einfach noch weiter hochzustärken mit dank ihrer Progress-Fähigkeit. Die heißt auf Deutsch Bravour. Hätten wir eine rote Mana mehr, wäre das Spiel vorbei, denn wir hätten ohne weiteres 4 Schaden noch dann direkt auf ihn verteilen können und hätten dann nicht die Kreatur zerstört, sondern direkt den 3 Schaden auf den Gegner gespielt. Dann können wir jetzt noch eine Liliana spielen und hoffen, dass der Gegner nichts Vernünftiges hat. Er hat insgesamt 5 Mana, und er gibt auf. Ich denke, wir spielen das Spiel jetzt einfach nochmal zu Ende. Denn nächste Runde sollte das Spiel auch vorbei sein. Mich freut es sehr, dass das Deck so gut funktioniert.
das ist mittlerweile der dritte Sieg, den wir jetzt einfahren. Wenn nicht sogar der vierte. Okay. Es muss nur eine Kreatur durchkommen, um ihr entsprechend Schaden zu machen. Greifen wir mit allen an. Und werden anschließend 4 Schaden direkt auf ihn spielen. Denn nur 2 Kreaturen kann er blocken. Diana kommt durch. Macht ihm 2 Schaden. Er hat nur 3 Leben. Spielt vorher noch das Land. Und machen 4 Schaden direkt auf den Gegner. Und es ist ein Sieg. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Auf in der nächsten Runde. So, das ist heute das letzte Game mit diesem Deck für euch. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht, die ganzen Spiele euch anzuschauen. Ich hoffe mal, dass wir das letzte Spiel auch noch gut über die Bühne bekommen. Keine schlechten Karten, aber es geht besser. Wir probieren unser Glück. Erheblich besser. Und wir haben einen Zweierdrop. Wir können die Erbin in der dritten Runde transformieren für einen 4-3, der sofort angreifen kann, oder in einen 3-5er. Oder wir schießen 3 Schaden auf eine Kreatur oder einen Spieler unserer Wahl. Sicherlich wird es auslaufen, dass wir den 4-3er spielen. So, wir spielen jetzt eine Erbin. Der Gegner macht es genauso wie ich. Er wartet immer am Ende, bis am Ende des Zuges, bis wir weit gecrackt werden, um sich ein Land rauszusuchen. Erst dann wissen wir natürlich auch, was der Gegner spielt. Also, links in welche Farbe er spielt. Er spielt schwarz. Okay, ein Sumpf. Bin gespannt, ob eine weitere Farbe dazukommt. Wahrscheinlich eine Ebene, denn Life Gain ist gerade sehr angesagt bei Magic Duels. Nein, schwarz-blau, okay. Dann lassen wir uns mal überraschen, was das sein könnte. Wir spielen erstmal ein Land und wollen den 4-3er direkt ins Spiel bringen und die Erbin wieder transformieren in einen 3-2-Flieger. So dass sie die Möglichkeit haben, bereits in der dritten Runde 7 Schaden zu verteilen. Ich bin gespannt, ob das auch durchgeht. Sehr erfreulich, so haben wir bereits 7 Schaden in der dritten Runde verteilt. Sehr gut. In der nächsten Runde haben wir die Möglichkeit, entweder Olivia zu spielen, die uns die Möglichkeit gibt, immer wenn wir eine Karte abwerfen, eine +1/+1 Quake auf ein Kreatur zu legen. Die erhält dann bis zum Ende der Runde Heile. Also ich bin fast der Meinung, dass wir Olivia spielen sollten. Wir spielen gegen ein Mühldeck. Das bedeutet, er wird einige Movits im Deck haben. Das bedeutet, wir sollten so schnell wie möglich Schaden verursachen. Und das machen wir am besten, indem wir erstmal angreifen. So, er hat jetzt nur noch 6 Leben. Leider nicht ausreichend, um ihn letztendlich zu töten mit den beiden Zaubersprüchen. Wir können aber ihn spielen. Und falls etwas passieren sollte,
sprich ein Move. Es könnte sein, dass er jetzt ein Lingua spielt. Haben wir die Möglichkeit. Plus 2 und minus 2 zu geben und dann die Kreatur mit Madness-Kosten, den Instant mit Madness-Kosten zu spielen und 3 Schaden direkt auf ihn zu tätigen. 2 Länder, das tut überhaupt gar nicht weh. Wir brauchen nicht mehr als 3 Länder für das Deck. Maximal 4 für Pia und Kira. So. 3 Länder. Was könnte er haben? Besten wäre für ihn noch ein Sumpf und ein Language. 3 Ländern. Zweimal Blau hat er auf jeden Fall wahrscheinlich einen Counter auf der Hand. Und das Spiel ist nun jetzt schon wieder vorbei. In der 4. Runde. Gut, dann warten wir einfach ab. Greifen jetzt nächste Runde an. So, immer wenn eine andere Kreatur unter deiner Kontrolle spielt, kannst du deine Karte abwerfen. Gut, das wäre jetzt fast zu langsam. Wir greifen jetzt einfach mit allem an. Haben die Möglichkeit, entweder ihn hochzustärken, was wir machen. Und 3 Schaden direkt auf ihn zu verteilen. So. Dann hätten wir jetzt diese Runde insgesamt 13 Schaden gemacht. Und in der 4. Runde getötet. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, wie gesagt, es hat Spaß gemacht und ich melde mich mit einem anderen Deck wieder bei euch. Bis dahin, ciao.